Die Theo-Studio-Bühne ist ein Ensemble-Theater mit ganzjährigem Spielplan. Der Schwerpunkt der Theaterarbeit liegt in der Auseinandersetzung mit Gegenwartsliteratur sowie in der Neubetrachtung sogenannter Klassiker. Nun lud das Theater Oberzeiring zu den ersten Theo-Herbstgesprächen zum Thema »Wie viel Kultur braucht das Land?« Geladen waren regionale Kulturmacher wie Andreas Staudinger, Ferdinand Nagele und Wolfgang Pollanz. Gemeinsam mit Peter Fasshuber, dem Theaterleiter, diskutierte man über die Kultur im ländlichen und städtischen Bereich, über zukünftige Entwicklungen und mit welchen Problemen man zu kämpfen hat. Herr Fasshuber, wir durften heute einer interessanten Diskussion beiwohnen. Wie viel Kultur braucht das Land? Na, ich denke, dass nie davon genug sein kann, aber das gilt genauso für den urbanen Raum. Ich sehe Kunst und Kultur als ein absolutes, elementares Lebensmittel, das es braucht, um überleben zu können. Und ich glaube, dass uns die Kunst und Kultur über die Jahrtausende hinweg dazu zu dem gemacht waren, was sie eben heute sind, zu denkenden Menschen. Und das unterscheidet uns ja auch von vielen anderen Lebewesen. Das kleine Theaterzentrum in Oberzeiring versteht sich in seiner ästhetischen Vorstellung als intimer Ort der Kommunikation. Als Theater, das anrührt, emotionalisiert, sich in den Bauch frisst und etwas im Kopf anstellt. Ein Haus zum Träumen, ein Ort, an dem man die Wirklichkeit spielerisch erleben kann. Die Diskussion zeigte, dass es Bestrebungen gibt und weiterhin geben muss, Theater und Kultur auch für junge Menschen zugänglich zu machen. Ja, wichtig ist es unendlich, einfach ist es natürlich nicht, weil, wie wir auch aus der Diskussion gehört haben, natürlich speziell die jungen Menschen heute von einer derart großen Fülle von Möglichkeiten überflutet werden, dass sie oft gar nicht mehr wissen, wohin sie sich orientieren sollen. Die Kultur könnte und versucht da natürlich eine kleine Orientierung zu geben, aber es ist natürlich nicht leicht und wahrscheinlich haben wir aber auch vor Jahrzehnten nicht anders darüber diskutiert. Junge Menschen lassen sich nicht so leicht fangen und ich glaube, das ist auch das Recht der Jugend. Vorgestellt wurden Sie ja als ein Mann mit 1000 Promille Kultur im Blut. Wie waren eigentlich die Anfänge der Theo-Studio-Bühne oder was waren die prägendsten Erlebnisse damals? Na, die Anfänge waren natürlich so, dass man bei Null gestartet hat und dass man viele, viele junge Menschen damals um sich, da war ich ja selber noch sehr jung, geschart hat, um hier einer wahnsinnigen vielleicht Idee nachzuhängen, nämlich zeitgenössisches Theater am Land zu etablieren. Das hat natürlich völlig unbedarft mit großer Laienhaftigkeit und aber umso größerer Leidenschaft begonnen und hat halt dann irgendwann darin gemündet, dass wir heute ein professioneller Theaterbetrieb sind, der aus weit und breit ein großes Publikum erreicht und der sich so in der Eigendefinition als Stadttheater am Land sieht. Im Rahmen des gemeinsamen Abends wurde auch die Spielzeit 2018 unter dem Motto »Das Lachen macht das Hirn frei zum Denken« präsentiert. Naja, wir starten einmal mit einer Komödie, auch unserem Motto entsprechend, das da lautet »Das Lachen macht das Hirn frei zum Denken«, das haben wir von Dario Fo entliehen. Und wir starten mit Hundswetter am 8. November, eine österreichische Erstaufführung einer französischen Komödie. Es gibt natürlich wie jedes Jahr in der Weihnachtszeit was für Kinder, Sprichwort junges Publikum. Da machen wir Mariechen und Marie, eine Frau-Holle-Geschichte für die ganze Familie. Naja, und wir machen dann natürlich nicht nur zum Lachen, sondern es gibt auch Ernstes. Es gibt zum Beispiel Jägerstädter von Felix Mitterer. Ein Stück, das sich damit auseinandersetzt mit dem Franz Jägerstädter, mit dem wahrscheinlich wohl einem der größten Menschen, die für den Widerstand, als Symbol für den Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime gestanden sind. Wir machen unwiderstehlich wieder eine zeitgenössische Komödie als Erstaufführung in Österreich. Wir machen von der unendlich großen Kärntner Schriftstellerin Christine Lavant ein Stück, das nennt sich das Wechselbällchen. Eigentlich eine Erzählung, aus der wir ein Stück machen. Und wir machen Georg Büchners einziges Lustspiel, Leons und Lena, im Sommer 2018, das große Sommerstück. Kooperationen mit anderen Bühnen,
Zahlreiche Einladungen zu internationalen Festivals im In- und Ausland zeugen von der überregionalen Anerkennung des Theater Oberzeiring.